Russische Angriffe auf ukrainische Städte gehen weiter. Ukrainischer Präsident zum EU-Parlament. Wir wollen so frei sein wie ihr. Die Nicht-NATO-Mitglieder Finnland und Schweden bewaffnen die Ukraine und erwägen, dem Militärbündnis beizutreten. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gibt es immer mehr Kontrollpunkte und Barrikaden. Kiew bereitet sich auf Kämpfe vor. Präsident Volodymyr Zelensky hat alle Ukrainer immer wieder dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten. Zahlreiche Freiwillige haben sich bei den sogenannten territorialen Verteidigungskräften gemeldet. Auch mehrere Abgeordnete schlossen sich der Selbstverteidigungstruppe an. Oleksiy Gontscharenko ist Parlamentsabgeordneter und gehört jetzt zur Einheit 206 in Kiew. Gegenüber Euronews sagte er, das Parlament ist ein Ort, an dem man nicht nur wählen kann, sondern dass man auch mit dem Gewehr in der Hand verteidigen sollte. Das Recht zu wählen und das Recht auf Demokratie. Ich habe eine Kalaschnikow und wenn die Russen in die Stadt kommen, werde ich mein Bestes tun. Aber es muss ihnen klar sein, dass wir viele sind. Wir sind Zehntausende. Wir werden ihnen die Hölle auf Erden bereiten. Auch Volodymyr Tkachov ist bei der territorialen Verteidigungstruppe. Er malt eine Botschaft für die Russen an die Mauer. Das, was ich hier hinschreibe, das ist unsere Botschaft an die Russen. Haut ab, lasst uns in Ruhe, wir sind unschlagbar. Wir sind zahlenmäßig sehr, sehr viele. Weil sich sehr viele Männer den territorialen Verteidigungskräften angeschlossen haben und sie sind jetzt Teil der Streitkräfte. Wir schlagen diese schlecht ausgebildeten russischen Soldaten. Es lebe die Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Mehr als 350 zivile Opfer in der Ukraine. Das ist die traurige Bilanz nach 6 Tagen Krieg. Am Morgen schlug in Charkiw eine Rakete in das Verwaltungsgebäude auf dem zentralen Freiheitsplatz ein, wie ein von den ukrainischen Behörden veröffentlichtes Video zeigt. Der zuständige Gouverneur meldete zudem einen Beschuss im Zentrum der Stadt. Die Ukraine muss sich an zahlreichen Fronten verteidigen. In der Nacht wurde die im Süden liegende und strategisch wichtige Stadt Cherson am Schwarzen Meer angegriffen und auch die ukrainische Hauptstadt Kiew rückt ins Visier der Angreifer. So zeigten Satellitenbilder einen 65 Kilometer langen Militärkonvoi mit gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Soldaten vor den Toren Kiews. Die Sorge eines russischen Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt wächst. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die russischen Angriffe. Die russischen Streitkräfte hätten Charkiw brutal beschossen. Dies sei ein Kriegsverbrechen auf eine friedliche Stadt, die keine militärischen Einrichtungen besitzt. Die Bilder und Aussagen von AnwohnerInnen, in denen zivile Gebiete von russischen Raketen getroffen oder durch Artilleriebeschuss beschädigt wurden, häufen sich. Im Tageslicht zeigt sich das Ausmaß der nächtlichen Angriffe, wie hier in der im Nordwesten gelegenen Region Tschernihiw. Die Russen lassen uns nicht leben, sie haben unser ganzes Leben ruiniert. Wir haben angefangen, wie Menschen zu leben, aber sie lassen uns nicht. Den russischen Truppen wird wenig Verständnis entgegengebracht. In der südlich gelegenen Stadt Berdjansk bauten sich Hunderte von Zivilisten vor mehreren russischen Panzern auf und skandierten: Berdjansk ist die Ukraine. Ein unter Beschuss stehendes Staatsoberhaupt richtet einen emotionalen Appell an das Europäische Parlament. Zwischen den Bombardierungen in Kiew sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Videolink mit den Abgeordneten in Brüssel. Er bekräftigte seinen Antrag der Ukraine, der EU beizutreten.
Wir haben unsere Stärke bewiesen. Wir haben bewiesen, dass wir genauso sind wie Sie. Beweisen Sie also, dass Sie bei uns sind. Beweisen Sie, dass Sie Europäer sind. Dann wird das Leben, den Tod und das Licht die Dunkelheit besiegen. Ein Aufruf, den die Parlamentspräsidentin beantwortete. Wir begrüßen den Antrag der Ukraine auf Kandidatenstatus. Wir stehen Ihnen in diesem dunklen Moment unserer Geschichte in Ihrem Kampf ums Überleben zur Seite. Die Abgeordneten stimmen darüber ab, den Status des Kandidatenlandes der Ukraine als EU-Mitglied anzuerkennen, eine nicht bindende Resolution. Denn alle beschleunigten Beitrittsgespräche müssen von den EU-Ländern genehmigt werden. Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat in Finnland bei vielen Menschen ein Umdenken bewirkt. Nicht nur hier in der Stadt Lappeenranta, die rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt, wird laut über einen NATO-Beitritt nachgedacht. Finnland und Russland verbindet eine 1340 Kilometer lange Landgrenze. Sie verstehe gut, dass die Sichtweise bezüglich einer Mitgliedschaft in dem europäisch-nordamerikanischen Militärbündnis im Begriff sei, sich zu ändern, so die finnische Ministerpräsidentin. Die Regierung lehnt bisher einen Beitritt ab. Zuletzt war das Thema aber Gegenstand einer Parlamentsdebatte. Russland will solche Überlegungen verhindern, kündigte so wörtlich schwerwiegende militärische und politische Folgen an, sollte Finnland sich der NATO anschließen. Finnland hat sich wie auch Dänemark und Schweden entschlossen, der Ukraine Waffen zu liefern. Schweden schickte zuletzt 1939 militärisches Gerät in ein Kriegsgebiet. Bereits im Januar hatte Schweden wegen der zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland seine militärische Stärke auf der Ostseeinsel Gotland erhöht. Schon seit 2015 ist das Militär dauerhaft auf Gotland stationiert. Das begrüßen wir sehr. Das erhöht die Sicherheit in ganz Schweden, denn wir befinden uns ja mitten in der Ostsee. Und in der hat sich die militärische Geschäftigkeit seit 2014 deutlich erhöht. Schweden ist wie Finnland kein NATO-Mitglied, arbeitet mit dem Bündnis aber zusammen. Das ist der Bahnhof in Lviv, einst Lemberg, 500 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, nahe der polnischen Grenze. Hier warten viele Menschen, dass sie mit dem Zug oder Bus die Ukraine verlassen können. Man sieht hauptsächlich ältere Leute, Frauen, Kinder, zahlreiche Studenten und ausländische Arbeiter. In diesem Theater in Lviv stand vor einer Woche noch eine Komödie auf dem Spielplan. Jetzt ist es eine Notunterkunft. Wir wollen doch gar nicht weg. Ich würde so gerne hier bleiben. Es ist furchtbar. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Die Menschen hier in Lviv sind sehr hilfsbereit. Sie bringen uns Decken, sie bringen Essen. Auch Kleider bringen sie uns. Flüchtlinge können nur eine Nacht im Theater bleiben. Sie bekommen dann aber einen Transport nach Polen oder eine andere Bleibe in Lviv. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat 200 US-Soldaten am Flughafen Nürnberg begrüßt. Sie gehören zu den 7000 US-Streitkräften, die die USA nach Europa schicken. Die in Nürnberg gelandeten Soldaten kommen zunächst ins oberpfälzische Grafenwöhr. Söder sagte: Meine amerikanischen Freunde, willkommen in Bayern. Die USA schützen die NATO-Ostflanke. Bayern und ganz Deutschland sind dankbar, dass ihr hier seid. Ihr verteidigt die Freiheit und den Frieden in der westlichen Welt. In den kommenden Tagen sollen noch mehr als 20 weitere Flugzeuge mit US-Soldaten an Bord in Nürnberg landen. In Grafenwöhr wartet ein bayerisches Frühstück auf sie mit Bier und Weißwürsten. Söder sprach auch über das 100 Milliarden Euro-Paket, das die Bundesregierung zur Modernisierung der Bundeswehr beschlossen hat. Es komme zwar spät, sagte er, aber nicht zu spät.
auf dem Laufenden über die russische Invasion in der Ukraine. Live-Berichterstattung von den wichtigsten Schauplätzen. Ausgewogener, faktenbasierter Journalismus. Aktuelle Berichterstattung auf Euronews und euronews.com. Russische Angriffe auf ukrainische Städte gehen weiter. Ukrainischer Präsident zum EU-Parlament. Wir wollen so frei sein wie ihr. Mehr als 350 zivile Opfer in der Ukraine. Das ist die traurige Bilanz nach 6 Tagen Krieg. Am Morgen schlug in Charkiw eine Rakete in das Verwaltungsgebäude auf dem zentralen Freiheitsplatz ein, wie ein von den ukrainischen Behörden veröffentlichtes Video zeigt. Der zuständige Gouverneur meldete zudem einen Beschuss im Zentrum der Stadt. Die Ukraine muss sich an zahlreichen Fronten verteidigen. In der Nacht wurde die im Süden liegende und strategisch wichtige Stadt Cherson am Schwarzen Meer angegriffen und auch die ukrainische Hauptstadt Kiew rückt ins Visier der Angreifer. So zeigten Satellitenbilder einen 65 Kilometer langen Militärkonvoi mit gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Soldaten vor den Toren Kiews. Die Sorge eines russischen Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt wächst. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die russischen Angriffe. Die russischen Streitkräfte hätten Charkiw brutal beschossen. Dies sei ein Kriegsverbrechen auf eine friedliche Stadt, die keine militärischen Einrichtungen besitzt. Die Bilder und Aussagen von AnwohnerInnen, in denen zivile Gebiete von russischen Raketen getroffen oder durch Artilleriebeschuss beschädigt wurden, häufen sich. Im Tageslicht zeigt sich das Ausmaß der nächtlichen Angriffe, wie hier in der im Nordwesten gelegenen Region Tschernihiw. Die Russen lassen uns nicht leben. Sie haben unser ganzes Leben ruiniert. Wir haben angefangen, wie Menschen zu leben, aber sie lassen uns nicht. Den russischen Truppen wird wenig Verständnis entgegengebracht. In der südlich gelegenen Stadt Berdjansk bauten sich Hunderte von Zivilisten vor mehreren russischen Panzern auf und skandierten: Berdjansk ist die Ukraine. Die Versorgungslage in Kiew spitzt sich dramatisch zu. Es gibt kein Benzin mehr, Lebensmittel werden knapp. Und immer noch gibt es Österreicher, die im Raum Kiew festsitzen und nicht wegkommen. Wie Anna Proskurina und ihre Familie.
Weil ihr Unterschlupf zu weit weg lag von der österreichischen Botschaft, bat sie den ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz um Hilfe. So gelangten sie, ihre Mutter und die zwei Töchter, samt Haustieren ins Botschaftsgebäude, wo die Sicherheitsvorkehrungen deutlich höher sind als in vielen anderen Teilen der Stadt. Anna ist ursprünglich Ukrainerin und hat lange Jahre in Österreich gelebt, bevor sie wieder in die Ukraine zurückkehrte. Dass es zu der russischen Invasion kommen könnte, hatte sie bis zuletzt nicht geglaubt. Mein Mann hat, glaube ich, drei Wochen davor auf mich zugeredet. Und ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Und sogar am Tag vor dem Angriff haben wir gesagt, nein, es kann nicht sein, nach Kiew werden sie nie gehen. Etwa 20 Personen haben bereits in der österreichischen Botschaft Zuflucht gefunden. Die meisten sind Österreicher und Ukrainer mit familiären Bindungen zu Österreich. Auch der 33-jährige Daniel, ein gebürtiger Hamburger, konnte sich in die Botschaft retten. Er war so unvorsichtig, mit seinem Freund in die Ukraine zu fahren. Wir waren vorher im Hotel und das Hotel hatte dann auf Notbetrieb umgeschaltet. Aber am Samstag hieß es dann, dass sie den Betrieb endgültig einstellen werden. Und dann standen wir eigentlich ohne jede Lösung da. Die österreichische Botschaft wird bis auf Weiteres offen bleiben, auch um Hilfsgüter zu verteilen, sobald diese in der Ukraine ankommen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gibt es immer mehr Kontrollpunkte und Barrikaden. Kiew bereitet sich auf Kämpfe vor. Präsident Volodymyr Zelensky hat alle Ukrainer immer wieder dazu aufgerufen, Widerstand zu leisten. Zahlreiche Freiwillige haben sich bei den sogenannten territorialen Verteidigungskräften gemeldet. Auch mehrere Abgeordnete schlossen sich der Selbstverteidigungstruppe an. Oleksiy Gontscharenko ist Parlamentsabgeordneter und gehört jetzt zur Einheit 206 in Kiew. Gegenüber Euronews sagte er, das Parlament ist ein Ort, an dem man nicht nur wählen kann, sondern dass man auch mit dem Gewehr in der Hand verteidigen sollte. Das Recht zu wählen und das Recht auf Demokratie. Ich habe eine Kalaschnikow und wenn die Russen in die Stadt kommen, werde ich mein Bestes tun. Aber es muss ihnen klar sein, dass wir viele sind. Wir sind Zehntausende. Wir werden ihnen die Hölle auf Erden bereiten. Auch Volodymyr Tkachev ist bei der territorialen Verteidigungstruppe. Er malt eine Botschaft für die Russen an die Mauer. Das, was ich hier hinschreibe, das ist unsere Botschaft an die Russen. Haut ab, lasst uns in Ruhe, wir sind unschlagbar. Wir sind zahlenmäßig sehr, sehr viele. Weil sich sehr viele Männer den territorialen Verteidigungskräften angeschlossen haben und sie sind jetzt Teil der Streitkräfte. Wir schlagen diese schlecht ausgebildeten russischen Soldaten. Es lebe die Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Ein unter Beschuss stehendes Staatsoberhaupt richtet einen emotionalen Appell an das Europäische Parlament. Zwischen den Bombardierungen in Kiew sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Videolink mit den Abgeordneten in Brüssel. Er bekräftigte seinen Antrag der Ukraine, der EU beizutreten. Wir haben unsere Stärke bewiesen. Wir haben bewiesen, dass wir genauso sind wie Sie. Beweisen Sie also, dass Sie bei uns sind. Beweisen Sie, dass Sie Europäer sind. Dann wird das Leben, den Tod und das Licht die Dunkelheit besiegen. Ein Aufruf, den die Parlamentspräsidentin beantwortete. Wir begrüßen den Antrag der Ukraine auf Kandidatenstatus. Wir stehen Ihnen in diesem dunklen Moment unserer Geschichte in Ihrem Kampf ums Überleben zur Seite. Die Abgeordneten stimmen darüber ab, den Status des Kandidatenlandes der Ukraine als EU-Mitglied anzuerkennen, eine nicht bindende Resolution. Denn alle beschleunigten Beitrittsgespräche müssen von den EU-Ländern genehmigt werden. Lange Gesichter am Moskauer Flughafen. Weil die EU-Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt haben, sitzen viele Menschen in der russischen Hauptstadt fest.
Brüssel hatte das Flugverbot am Sonntag im Rahmen der Sanktionen gegen Moskau beschlossen. Für viele Passagiere bedeutet das große Umwege. Die Sanktionen schaffen Probleme. Ich hätte heute Morgen fliegen sollen, konnte aber nicht. Es wäre ein direkter Flug gewesen. Meine Reise wird mehr als 20 Stunden dauern und es gibt Schwierigkeiten. Unsere Visa laufen heute Nacht ab. Wenn wir Russland nicht verlassen können, haben wir ein großes Problem. Ich denke, es war übereilt, den Luftraum zu schließen, ohne zuvor einen humanitären Korridor zu errichten und europäische Bürger zu evakuieren. Ich bin ein europäischer Bürger. Der europäische Luftraum ist für alle Flugzeuge geschlossen, die sich in russischem Besitz befinden, in Russland registriert sind oder von dort aus kontrolliert werden. Moskau reagierte am Montag und sperrte den russischen Luftraum für 36 Staaten. Einen Monat nach der Tötung einer Polizistin und eines Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz besteht nur noch gegen einen von zwei Angeklagten Mordverdacht. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte, geht man nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass nur ein Verdächtiger die 5 Schüsse abfeuerte. An beiden Tatwaffen seien ausschließlich Finger- und DNA-Spuren des 38-Jährigen entdeckt worden. Zudem hätten die Ermittlungen gezeigt, dass der Mann ein sehr guter Schütze sei. Der zweite 32-jährige Verdächtige hingegen habe keine Schießpraxis. Die beiden Männer gerieten am 31. Januar in Ulmet bei Kaiserslautern am frühen Morgen in eine Verkehrskontrolle. Im Laufe einer Schießerei wurden die Beamten, 24 und 29 Jahre alt, getötet. Die Tat löste große Betroffenheit aus. Die ErmittlerInnen gehen davon aus, dass die Verdächtigen Wilderei im großen Stil vertuschen wollten. Dem nun vom Mordverdacht befreiten Mann wird weiterhin Wilderei vorgeworfen. Beide Verdächtige sind in Untersuchungshaft. Laufenden über die russische Invasion in der Ukraine. Live-Berichterstattung von den wichtigsten Schauplätzen. Ausgewogener, faktenbasierter Journalismus. Aktuelle Berichterstattung auf Euronews und euronews.com. Manche Geschichten verändern uns. Und manche Geschichten verändern die Welt. Wir meinen, es steckt immer mehr hinter der Nachricht. Verändern Sie Ihre Perspektive. We are witnessing a massive change. Look at this. Thousands of people have come here. Verändern Sie die Diskussion. There are signs of hope. Verändern Sie Ihre Sicht auf die Welt mit Euronews. Thank you.